Hallo, ich bin die Karin Inves, Fachhandelsberaterin von der Firma Naturata. Heute möchte ich unser neuestes Produkt vorstellen, das ist die Blume des Öls. Erstmal vorab, es handelt sich hier um ein Olivenöl und wie der Name wahrscheinlich schon verrät, um ein besonderes Olivenöl. Üblicherweise werden Oliven gepresst und es entsteht dann ein Nativ-Extra-Olivenöl, was schon sehr hochwertig ist. Bei diesem Olivenöl werden die Oliven zermahlen, also nicht gepresst, sondern zermahlen und dann tropft aus diesem Brei, aus diesem Olivenbrei das Öl ab. Man nennt es eben auch Abtropföl. Bei diesem Verfahren entstehen nur Temperaturen um die 27 bis 28 Grad. Dann wird dieses Öl in die Flasche abgefüllt und zwar ungefiltert. Damit haben wir eben noch mehr Geschmacksnuancen. Das Besondere jetzt an dem Naturata Blume des Öls ist eben das, dass wir ein eigenes Projekt haben in Katalonien, wo die umliegenden Bauern zu unserem Projektpartner die Oliven anfahren. Er hat auch eigene Oliven und dort in einer alten Mühle, die er wieder aktiviert hat, für uns die Blume des Öls herstellt. So, heute gibt es am Mehringdamm die Verkostung. Ihr könnt es gerne mal probieren. Die Flasche ist ja auch ganz besonders als Tischflasche geeignet. Genau, man kann die eben auch so öffnen, hat schon den Ausgießer dran. Also wie gesagt, heute am Mehringdamm gibt es eine Verkostung. Kommt vorbei, probiert es und guckt mal, ob das euer Geschmackserlebnis ist.